Das sieht gut aus. Wir werden sehen, wie das aussieht. Wir werden einfach mal gucken, wie sich das macht. Guck mal, was im Chat nochmal rein. Ja, Steve, kannst du gerne mal schreiben. Das wäre kein Problem. Steve möchte... Boah, das ist ja Donner, ne? Ja, Steve möchte uns mal kurz schreiben, wie man das über den automatischen Hof baut. Ich gehe, glaube ich, gleich mal pennen, dann ist der Donner weg. Ja, mach's mal. Oh, was für eine stürmische Nacht. Sonnenschein! So. Gut. Ja, Moment, ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Einen der neuen Monster. Nö, aber... Zwei normale Monster. Sonst haben wir nicht viel. So. Wie ich das hier gestalte, weiß ich noch gar nicht so genau. Wie sieht's hier aus? So, machen wir das mal so. So. Ich weiß nicht, woher das plötzlich Sinn ist, wenn es kommt, dass ich das unbedingt als modernes Grundstück haben möchte. Mir ist gerade einfach danach und deswegen dachte ich mir, probiere ich das mal aus. Ich meine, wenn scheiße ist, kann man es immer noch wieder wegmachen. Aber ich bin der Meinung, dass es sogar sehr gut aussieht. So. Tada. Gut, hier die Mauer könnte man irgendwie überarbeiten. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber auch da werden wir noch was finden. Das ist kein Problem.
Moment, machen wir es so. So. Alles klärchen. Haben wir dasselbe noch hier. Ja, wohl, hier können wir es ruhig ein bisschen größer machen. So. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hier mache. Was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir noch die Kakteen. Wächst das eigentlich über das Glas drüber? Ich glaube nicht, gell? Ich weiß es gar nicht so genau. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack. Gut, da bleiben Stöcker übrig. Wir sind gerade ziemlich vollgepackt. Leider. Das könnt ihr euch hier runterstellen. So. Hier müsst dementsprechend natürlich einen Weg dann hin. Habe ich den Kies? Ja, super, ich habe Kies dabei. Dazu. So. Kies, wir können auch künstlich angelegt sein, so ist es ja nicht. So. Wie machst du das denn hier, ist die gute Frage. Was war das alles raus wieder? Das hier raus. So. Und ja gut, hier müsste man vielleicht doch einen durchgehenden Weg machen. Das sieht sonst komisch aus. So. Die Rosen nehme ich mit. Die kann man hier oben einpflanzen. Und hier können wir
dann das machen. Dann kann das ja auch weg. Und dann machen wir den Zaun jetzt hin. Der Zaun. Oh. Ja. Hier sollen wir das wegschaffen. Weiß aber nicht was. So. Packe ich erstmal Glas weg. Dann Grünzeug. Dann Zeug von Monstern. Dann unnötiges Zeug. Noch mehr unnötiges Zeug kommt, glaube ich, hier rein. Hier rein, genau. Jetzt brauche ich mehr Stein. Wir brauchen auf jeden Fall Kies. Mehr Stein. Mehr Holz. Ich muss auch mal einen Kaffee trinken hier noch nebenbei. Der beste Trick, einen leckeren Kaffee zu machen. Das kennt jeder. Wenn ihr euch Kaffee gemacht habt zum Mittag und dann habt ihr halt nicht alles aufgegessen. Dann habt ihr Kaffee nicht aufgegessen. Oh Gott, hört auf den Kopf, aber die muss ich leider machen. Dann habt ihr nicht aufgegessen. Alter, aufgegessen. Aufgetrunken, verdammt. Und dann habt ihr noch so Kaffee, so kalten Kaffee in der Kanne übrig. Und echt der beste Trick, den genießbar zu machen, ist, ihr macht euch den Kaffee komplett fertig. Das mach ich ja für den Schluss. Ihr macht euch den Kaffee komplett fertig. Und dann nehmt ihr euch den Kaffee, rührt ihn um und stellt ihn in die Mikrowelle für ungefähr 1,5 Minuten. Und dann habt ihr sowas wie ein Latte Macchiato. Also der Schaum, der Zucker fängt dann an zu schäumen und dann sieht das so richtig verschäumt aus und so. Das ist voll geil, das gefällt mir mega, das mache ich immer. Schmeckt mir sogar fast sogar richtig besser als der aufgebrühte Kaffee. Gut, ich trinke auch nur Billigkaffee, von daher kann es auch sein, dass selber da liegt, dass ich Billigkaffee nehme. Das würde ich jetzt nicht mal abstreiten wollen. Oh mein Gott. Fab. Scheiß Viecher. Sind die aber auf meinem Grundstück? Ich glaub's nicht. So, dann kann ich nämlich hier jetzt auch diese komische Stelle, die ich immer so seltsam strange fand, mal entfernen und dann können wir nämlich hier auch noch viel weiter durchgehen. Weil das denn ja dann alles Grundstück wird von uns. Wie ich das hier mache, weiß ich nur noch nicht. Eventuell so.
Achso, ist der Schwachsinn, was mache ich hier überhaupt? Der kann auch nicht stehen bleiben. Ich würde einfach bis hierher der gehen. Dann würde der hier weitergehen. Ja. Und hier will ich echt zeigen, bis hierher. Alter! Kann er weg hier eigentlich?